ABCDEFU von Gail. Auf Fritz, 7.38 Uhr ist es. Russische Truppen marschieren in die Ukraine ein. Wenn es nach Wladimir Putin ginge, dann würden ukrainische Gebiete im Osten jetzt einfach nicht mehr zum Land gehören. Darüber reden wir seit vorletzter Nacht ganz viel, ganz abstrakt. Es gibt große Sorgen in der Europäischen Union. Aber wie ist es denn jetzt gerade, in der Ukraine zu sein? Guten Morgen nach Kiew in die Hauptstadt zu Jörg Drescher. Ja, guten Morgen. Jörg arbeitet für das Deutsch-Ukrainische Forum, engagiert sich für Austausch und Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Und Kiew ist ja weit weg von den Gebieten, in denen gekämpft wird. Aber jetzt gerade das ist ja vielleicht eine interessante Perspektive, die du uns da geben kannst. Was ist denn das für ein Gefühl, gerade in Kiew um dich rum, was du als so als das Stärkste wahrnimmst? Ist es Wut, Angst, Ratlosigkeit? Nein, gar nicht. Also wenn ich in die Stadt gehe, die Leute gehen ihrem Leben nach, flanieren durch die Stadt, gehen shopping. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied zu sonst. Es gibt auch keine Hamsterkäufe oder irgendwelche Besonderheiten beim Einkauf. Oder die Metro ist ganz normal gefüllt. Und der Krieg ist 400 Kilometer weiter im Osten. Deswegen, ja. Also nimmst du den Krieg auch du gerade so wie wir fast nur aus den Nachrichten wahr? Oder merkt man an irgendetwas, dass du dich im gleichen Land befindest wie dieser Krieg? Krieg, wenn man in Kiew Krieg sehen möchte, dann muss man gezielt ins Militärkrankenhaus oder in Krankenhäuser, wo die Verwundeten verarztet werden. Da kann man Krieg sehen. Flüchtlinge spielen inzwischen keine große Rolle mehr, aber das war 2014, 15 ein Thema, die dann in Notunterkünften untergekommen sind, aber jetzt nein, gar nichts. Was machst du, wenn sich der Krieg ausbreiten sollte, näher zu euch kommt? Oder passiert das sowieso nicht? Also ich möchte in der Ukraine bleiben, hat den Hintergrund so, dass ich in Deutschland eigentlich gar nichts habe. Und ich habe Vorbereitungen getroffen, also Kerzen gekauft, weil das Erste, was im Krieg passiert, ist, dass die Infrastruktur zusammenbricht und eben Lebensmittel auf Reserve. Sorry. Ansonsten, ja, mal gucken, wie es wird. Also wenn es wirklich hart auf hart kommt, gehe ich auch. Aber das weiß man noch nicht, kann man nicht absehen. Ich lasse mich auf jeden Fall nicht einschüchtern. Hier reden jetzt gerade alle über Sanktionen, über Strafen von der EU gegen Russland irgendwie. Ist es das, was auch euch jetzt wichtig ist oder wünschst du dir aus Richtung Westen, aus Richtung Deutschland und der EU gerade was ganz anderes? Ich weiß nicht, ob Putin sich davon beeindrucken lässt. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Es ist wahnsinnig schwierig zu sagen, ob er auch den Krieg schon beschlossen hat oder ob er einfach versucht, so was passiert, wenn ich diesen nächsten Schritt gehe. Also kann ich nicht sagen. Jörg Drescher ist vor 20 Jahren aus Deutschland in die Ukraine gezogen, lebt da auch jetzt und bereitet sich aufs Schlimmste vor, aber will sich nicht einschüchtern lassen. Jörg, hab vielen Dank, dass wir quatschen konnten. Ja, gerne. Also immer wieder. Komm aus